Willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Twilight Princess! Ja, im letzten Part waren wir Ziegeneintreiber. Es war lustig und ich habe Link gegen Wände gerannt und. Justin, wach auf! Draußen ist es schon ganz hell! Ja, es war lustig. Doch, doch, doch. Muss ich sagen, das war schon lustig. Der letzte Part. Es war zwar erst der erste, aber es war lustig. Und ich liebe dieses Spiel! Es ist geil. Ah! Ich glaube, die Leute da wollen, dass ich runterkomme. Darf ich aber erstmal runterkommen? Weißt du nicht, was los ist, ey? Ah. Da stehen sie. Hey Justin, hast du schon gehört? Im Laden im Dorf kann man jetzt eine Schleuder kaufen. Stell dir nur vor, eine Schleuder! Ich wüsste nur zu gerne, wie viel Wucht dahinter steckt. Taro, Maro, wenn ihr unbedingt so eine Schleuder haben wollt, dann kommt doch einfach in unseren Laden und kauft euch eine! Sag mal, Betty, weißt du eigentlich, was so eine Schleuder kostet? Kannst du dich nicht deine Mama fragen, ob sie sie uns einmal ausleiht? Du spinnst wohl! Wenn du eine Schleuder willst, leg doch mit Taro zusammen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Aber das sagen wir doch nie. Ich wünschte, unsere Eltern hätten keine blöde Mühle, sondern lieber ein paar coole Schleudern für uns. Oh, ein Herz. Oh, Geld. Ja, Rubin. Ah, wo sind die Rubine? Ich brauch Geld. Ich brauch Geld. Autsch. Oh, Geld. Ich hab schon drei Rubine. Ich bin reich. Boah, da ist auch noch. Ich hoffe, die Schleuder kostet 5 Rubine, weil die würde ich, glaube ich, zusammenkriegen. Ich glaube, wir gehen mal eben in die Stadt und gucken, ob wir da noch irgendwo Rubine auftreiben können. Damit wir uns eine Schleuder kaufen können. Und angeben können. Ja, also 5 Rubine haben wir schon. Generell würde ich mal sagen, lass uns doch mal hier ein bisschen umschauen. Du bist? Oh, guten Morgen, Justin. Und heute dein freien Tag? Ich muss heute das Lager füllen, sagt meine Frau. Siehst du, da oben auf den Bäumen, wenn du mit Hilfe von der Scheißding die Perspektive wechselst, kannst du es mit das andere Scheißding ganz leicht erkennen. Dieses Bienennest da oben kann man sicher ganz leicht runterbekommen. Seit gestern ist unser Kater weg. Zaira ist ganz niedergeschlagen. Ich muss sie irgendwie ablenken. Nach oben gibt's zum Bürgermeisteramt und zur Weide. Links zum Feld. Nach unten zur Quelle und Wald. Alles klar. Ah, hallo Justin. Mein Mann, der ist seit heute Morgen unterwegs. Aber etwas ganz anderes schaffen. Du hast nicht zufällig einen Weidenkorb im Fluss treiben sehen, oder? Einen geflochtenen Korb, in dem man zum Beispiel ein Baby legen kann? Ich frage mich, wohin er nur getrieben ist. Ein Weidenkorb? Also, ich muss sagen, das sieht doch grafisch. Ja, Geld! Geld, Geld! Das sieht grafisch top aus. Ah, Geld! Noch mehr Geld! Tschüss, Stein. Also ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung hier gewöhnen, aber ich meine, es läuft flüssig. Größtenteils. Und das ist das Wichtigste. Ich habe nämlich jetzt gerade mal die Grafikkarte gewechselt bei meinem Programm und
Boah, Link. Du kannst ja mal richtig... Oh, Geld. Du kannst ja verdammt gut schwimmen. Sauber. Ich glaube, das ist der Laden, wa? Der Rest gemischte Waren. So. Wie viel kostet jetzt die Schleuder? Bitte nicht mehr als 10. Ach. Du hier, Justin? Na, so eine Überraschung. Willkommen. Sag mal, hast du nicht zufällig meinen Kater auf dem Weg hierhin gesehen, oder? Gestern Abend habe ich ihn zuletzt gesehen. Seitdem kommt er nicht mehr heim. Ich bin ganz krank vor Sorge. Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Was soll ich nur tun? Im Moment kann ich nur an meinen Kater denken. Ich habe wirklich jetzt nicht die Kraft, jetzt Kunden zu bedienen. Ach, hätte ich ihn doch nur so viel Fisch essen lassen, wie er wollte. Oh, mein kleiner Justin. Verzeih mir, ich habe auch noch ganz feine Milch für dich. Komm doch nur wieder heim. Die hat hier einen Kater Justin genannt. Was? Geht doch gar nicht. Ich bin einzig wahre. Mann. Los, nichts mehr. Hey, hallo. Du kannst von da unten mit mir reden, wenn du mich mit L ansiehst und gleichzeitig A drückst. L? Ja, genau. So macht man das. Jetzt verstehe ich dich auch gleich viel besser. Du sollst den Gehörern auch mal erklären, dass man lauter sprechen kann, wenn man L gedrückt hält und gleichzeitig A drückt. Übrigens, Justin, du könntest auch einfach den Efeu verwenden, um hier hochzuklettern. Siehst du? Schon bist du oben. Übrigens, ist das da drüben nicht die Katze von Zaira aus dem Laden? Die sitzt schon die ganze Zeit neben meinem Haus und starrt auf den Fluss. Ob sie wohl nach Fischen sucht? Haha, aber ohne Angel wird sie wohl kaum einen erwischen. Na egal, eigentlich wollte ich dir sowieso was ganz anderes sagen. Schau dir mal das Gras da drüben auf dem Felsen an. Es ist nicht die Sorte, auf der du immer flötest. Ich hab mir gedacht, das interessiert dich vielleicht. Ist schließlich nur ein ungewöhnlicher Ort, um Gras zu suchen. Du schaffst doch sicher mit Hilfe von dem Scheißding darüber zu springen, oder? Für dich doch kein Problem. Nein! Was passiert jetzt? Aber ich kann auch gut flöten, ne? ein Adler. What the fuck? Aha. Ah, ich glaub... Ach so? Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Ist allerdings die letzte Chance, die ich habe. Ich glaube, ich muss mit dem Adler einen Fisch graben. So schnell wächst das Gras nach. Alles klar. Was muss ich denn jetzt machen? Scheiße. Das ist scheiße, wenn man nicht weiß, was man machen muss. Boah.
Ja, jetzt ohne Spaß. Greif mal die Katze an. Nee, komm. Ohne Spaß, was soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich will den Part jetzt hier auch nicht so lang machen. Deswegen. Sonst braucht er wieder so scheiß lange zu rendern. Warte. Ich schwimme da jetzt mal hin. Irgendwas muss es ja hier geben. Na? Ach, Geld. Immerhin gibt es hier keine Ausdaueranzeige, aber... Ich hab doch keine Ahnung, was ich machen muss. Ich jag jetzt die Katze zu dem Haus. Vielleicht geht hier bleiben. Komm raus da! Ohne Spaß, ich hab... Was soll ich tun, ey? Ich hab keine Ahnung. Ich bin so unwissend. Boah. Also, tut mir leid, Leute, dass ich jetzt hier keine Ahnung habe, was ich machen muss. Bin da jetzt ernsthaft zu blöd für. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Boah. Ich will diesen Part jetzt auch nicht unwissend beenden. Hey.
Das ist das Problem. Wenn man so ein Spiel mehr oder weniger blind spielt und sich an kein Let's Play mehr erinnern kann. Hier irgendwo muss... Im Prinzip muss hier irgendwo eine Angel sein. Die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Mein Spiel hat ja noch auf meinem Laptop, aber... Irgendwas muss ich mit dem Adler machen, definitiv. Das, was anderes kann ich mir jetzt nicht erklären. Irgendwas muss ich mit dem blöden Adler da machen. Okay. Ah! Stylisch. Das habe ich gesehen, Justin. Super, unglaublich. Ich mühe mich damit Stein ab und rufe einfach an Falken. Ich wollte das Netz doch runterholen. Aber jetzt bist du mir zu wohl zuvor gekommen. Ja, und nu? Muss ich da hochklettern? Ich hoffe es. Weil wenn, dann schneide ich die Fails raus. Ja, wobei ich... Nee, ich schneide da nicht raus. Definitiv nicht. Ich habe mir den Sonntag eigentlich anders vorgestellt. Na gut. Das alles nur für ein bisschen Geld, oder was? Autsch! Da gab es doch Fallschaden. Shit. Macht immer wieder Spaß zuzuhören, wenn du diese Melodie spielst. Also gut, Schätze. Es ist Zeit für ein Nickerchen. Es ist nicht ein herrliches Wetter. So friedlich heute. Aha. Ja, ich habe es. Von hier aus muss ich den Adler rufen. Bin ich dumm? Oh, ja. Genau. Ich bin so dumm und unwissend. Ich nehme gleich direkt den nächsten Part auf, weil ich Bock habe. Hoffentlich reicht das. Yeah! Wow! Danke, Adler! Wobei, der hat gesagt, das ist Falke, ne? War das jetzt schlau? Alles jetzt schlau? Nee, ne? Oh, jetzt bin ich dumm.
Aber dank dem Falken haben wir das Ding immerhin schon mal geholt. Okay. Wir haben es geschafft, irgendwie. Wir bringen den Weidenkorb jetzt noch zu der Ollen, die das haben will. Und danach ist der Part zu Ende. Für heute. Oh, Justin. Da ist ja der Korb. Hast du ihn extra für mich gesucht? Danke, vielen Dank. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe da etwas, das ich dir geben wollte. Kommst du kurz mit mir? Den Weidenkorb könntest du auch mitbringen, wenn es dir nichts ausmacht. Na gut. Boah, braucht die lange? Ah. Mann, auf jeden Fall ist die hochschwanger. Vielen, vielen Dank, Justin. Ach ja, da war doch noch etwas, das ich geben wollte. Also gut, hier für dich. Du hältst die Angel. Eine einfache Angel mit Pose. Wähle mit Dingen da den Itembildschirm und lege sie auf X und Y. Wirf sie mit dem entsprechenden Knopf aus, um zu angeln. Sie ist zwar sehr einfach, aber mein Sohn Colin hat sie selbst gemacht und sein Vater hat ihm dabei geholfen. Vielleicht hast du ja gelegentlich Lust, sie einmal auszuprobieren. Ja, aber nicht mehr heute. Danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part, liebe Freunde. Nächste Woche geht's weiter mit The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.